Es ist immer dieses Thema Gleichberechtigung und die Frau braucht Wert. Ein Mann hat sich noch nie überlegt, ob er ein Kostümchen anzieht. Stilkompetenz ist Arbeit und ich muss üben drinnen. 21. Oktober 1995. Mein erster Vortrag vor 40 Frauen. Ich war sehr gut vorbereitet, ich war sehr nervös. Es gab noch keinen Beamer, es war sehr schwierig, über Style zu reden. Ich habe mir extra von einer Hobbyschneiderin ein Kostüm nähen lassen. Und als ich mich dann für diesen Abend angezogen habe, machte ich noch einen abschließenden Blick in den Spiegel. Ich war nicht ganz zufrieden mit meinem Blick ins Spiegel. Aber ich habe mir gedacht, ein Kostüm geht immer. Ich fuhr hin, die Damen sind eingetrudelt, ich begann zu sprechen um Punkt 7:30. Um 8:30 zeigt eine Dame auf und sagt Folgendes. Liebe Frau Motsch, das ist alles nett und schön, was Sie uns da erzählen. Aber so wie Sie aussehen, glaube ich Ihnen das nicht. Und das bei meinem ersten Vortrag über Stil vor 40 Frauen. Die Hitze wanderte von unten nach oben. Ich glaube, ich hatte rote Ohren. Mein Gesicht lief an. Der Schweiß stand mir auf der Stirn und jeder da herinnen oder jede, die sowas schon mal erlebt hat, weiß, wie sich das anfühlt. Ich habe mir gewünscht, vor mir soll sich ein Loch auftun. Leider hat sich kein Loch aufgetan. Mein Outfit hat nicht verkauft an diesem Abend. Und so sehr habe ich es mir gewünscht. Und das Schlimme bei der Sache war, sie hat recht gehabt. Ich habe ausgesehen, als hätte ich mir selbst ein Kostüm genäht. Es war hellgrau mit einem mittelgrauen Pulli dazu. Keine Accessoires, keine Farbe, es war einfach nur langweilig. Ich habe gelernt zu gehen in der Stilberatung, aber ich konnte noch nicht Walzer tanzen. Ich hab viele Jahre dazu gebraucht, dass ich meinen Stil gefunden habe. Und wir werden alle beurteilt, verurteilt, so wie wir auftreten. Ob das jetzt richtig ist oder falsch ist, spielt keine Rolle. Wir werden beurteilt und verurteilt. Und in der Wirtschaft werden wir noch mehr beurteilt und verurteilt als im Privatleben. Und genau um das geht es die nächsten 20 Minuten, dass wir uns anschauen, welche Wirkungen können Sie erzielen und um was geht es eigentlich, wenn ich rausgehe. Wer von Ihnen da erinnern hat meinen Charakter schon gesehen? Bitte Handzeichen. Keiner? Ich höre nämlich immer wieder, dass Leute sagen, Frau Motsch, für mich zählen nur die inneren Werte. Dann sage ich immer, haben Sie die bei mir schon gesehen? Die sind nicht sichtbar, die inneren Werte, aufs erste Mal. Deswegen ist es sehr wichtig, wenn Sie am Morgen sich für den Tag zurechtrichten und den Kleiderschrank aufmachen, sich ein paar Fragen zu überlegen. Ich überlege mir, was habe ich heute für eine Anforderung? Wo gehe ich hin? Wie will ich wirken? Und vor allem, in was fühle ich mich wohl? Welche Farbe bringt es zum Ausdruck? Und will ich heute überhaupt gefallen? Nicht immer will man gefallen, oder? Manchmal will man auch ein bisschen rebellieren. Das kommt bei mir nicht so oft vor. Aber ab und an doch. Also der Kleiderschrank sehr, sehr wichtig. Es geht um Ihr Unternehmen, Ihr Outfit, Ihren Stil. Und es ist immer gekoppelt mit dem Image des Unternehmens, für das Sie arbeiten. Ich war im Herbst in Dortmund auf der Versicherungsmesse. Ich habe
noch nie in meinem Leben auf einem Haufen so viele schlecht angezogene Männer gesehen. Und ich versichere Ihnen, in Österreich schaut es nicht anders aus. In Italien schaut es ein bisschen anders aus, aber in Österreich und Deutschland, also ich war wirklich entsetzt. Zu lange Ärmeln, zu lange Hosen, Krawatte auf Halbmast, Krawatte zu kurz, Krawatte zu lang. Und dann diese unmöglichen Firmenkrawatten. Also, liebe Firmen, wenn ein Manager heute herinnen sitzt und Sie brauchen neue Krawatten, bitte schauen Sie, dass Ihre Mitarbeiter wirklich schicke, attraktive Krawatten tragen, dass sie sich auch wohlfühlen drinnen. Ich hatte gestern ein kleines Déjà-vu. Ich hatte nämlich einen Termin mit einem Versicherer. Und ich muss Ihnen sagen, der hat mich vom Hocker gehauen, so gut angezogen war der. Ich glaube, den habe ich in Dortmund übersehen. Also man konnte in Dortmund wirklich an 10 Fingern die gut angezogenen Männer abzählen, aber auch die gut angezogenen Frauen. Es waren nicht nur die Männer. Ja, Ihr Unternehmen, diese Dame möchte sich gerne bewerben für den Außendienst in einem Verlag, um Bücher zu verkaufen in den Buchhandlungen. Was sagen Sie dazu? Ja? Einer nickt, sagt nein. Ja? Ich würde sagen, sie könnte Kräuterbücher verkaufen, Kinderbücher. Kochbücher. Sie müsste diese Bücher verkaufen. Gastronomiebücher, sehr hochwertige im hochpreisigen Bereich, sehr moderne Bücher. Das rechte Buch gibt es auch in alter Fassung. Ich denke, ich stelle mich mit beiden Büchern das gleiche drinnen, ich denke, sie passt zum alten Buch dazu. Sie passt nicht zum neuen Buch dazu. Diese Dame würde zum neuen Buch dazu passen. Meine Damen, meine Herren, das ist ein und dieselbe Dame. Das ist ein gelungenes Makeover. Also man kann viel machen, wenn man möchte. Es ist nur mit viel Aufwand verbunden. Man muss natürlich auch viel einkaufen. Ja? Es lässt sich einiges machen, wie wir das sehen an dieser Dame. Das soziale Spiel mitspielen. Dresscodes gibt es in allen Unternehmen ungeschrieben. In allen Unternehmen. Also auch wenn sie nicht niedergeschrieben sind, weiß man ungefähr, welcher Dresscode herrscht. Ein Juwelier hat zu mir gesagt, Frau Motsch, wissen Sie, ich finde es immer so schön, wenn zu mir jemand kommt und gut angezogen ist. Ich will ja auch was kaufen bei dem. Und das erwarte ich mir, weil das ist der Respekt. Ich kann es mir ja aussuchen, wo ich kaufe. Das ist ja nicht so, dass das der einzige Außendienstmitarbeiter ist, der mir Schmuck verkauft. Aber was ich nicht haben kann, ist, wenn einer reinkommt in zerrissenen Jeans, und das Hemd hängt ihm raus, das mag ich nicht. Das ist ein soziales Spiel. Da tragen alle Anzüge. In anderen Unternehmen tragen sie halt sportlicher. Das ist egal. Jedes Unternehmen hat unterschiedliche Dresscodes. Ich habe jetzt ein Unternehmen, eine Brauerei, die haben 5 Dresscodes, weil sie 5 Zielgruppen haben. Conchita ist das wurscht. Conchita, als sie für den Eurovision Song Contest gewählt wurde, dass sie Österreich vertritt, hat der deutsche Rapper Sido gesagt, sie wird Österreich in der Welt blamieren. Hat Conchita sie blamiert? Nein. Conchita hat gewonnen. Jetzt werden Sie sich fragen, ja, ich bin ja kein Conchita. Ja, also, ich kann mir ja nicht, meine Mutter hat nämlich gesagt, fällt mir jetzt gerade ein, hat gesagt, du, wie geht es, dass eine Frau einen Bart hat? Sag ich, Mama, das ist ein Mann, der sich eine Perücke aufgesetzt hat. Sie war irgendwie ein bisschen irritiert.
Jetzt schauen wir uns das einmal in der Wirtschaft an. Ein Universitätsabsolvent der Uni Wien Wirtschaft hatte schon seinen Job in der Tasche. Er hat ein Jobangebot bekommen von einem internationalen Konzern und musste nach Genf fliegen. Und er hat sich gedacht, das teste ich jetzt einmal ab. Ich gehe nicht nach den Dresscode-Regeln. Der Headhunter hat zu ihm gesagt, Sie müssen Anzug tragen. Und er hat gesagt, nein, das mache ich nicht, weil ich habe schon einen Job. Jetzt schauen wir mal, was rauskommt. Er ist da hingefahren und jetzt stellen Sie sich einmal vor, der hat den Job bekommen. Und wissen Sie, warum er ihn gekriegt hat? Weil man genau nach so einer Person gesucht hat, die alte Strukturen aufbricht in dem Unternehmen. Aber vielleicht in 99 Fällen hätte es nicht funktioniert. Maskuline Kleidung versus femininer Kleidung. Ich werde immer wieder gefragt, müssen wir Frauen uns anziehen wie Männer? Nein, wir müssen uns nicht anziehen wie Männer. Wir können uns männliche Attribute holen. Und wissen Sie, was ich so spannend finde? Es ist immer dieses Thema Gleichberechtigung und die Frau braucht Wert. Ein Mann hat sich noch nie überlegt, ob er ein Kostümchen anzieht. Ja? Aber die Frauen überlegen sich, dass sie ausschauen wie Männer. Ich finde das einfach nicht in Ordnung. Ich finde, wir dürfen doch einen Rock anziehen. Zu mir sagen Frauen, ich ziehe keinen Rock an, da schauen alle Männer auf die Beine. Also ich habe mir das noch nie gedacht. Ja? Also mein Kleiderschrank besteht aus mehr Röcke als aus Hosen. Ja? Wir brauchen uns nicht anziehen wie Männer. Aber wir können uns die männlichen Attribute holen. Wir können uns eine Klarheit holen. Und wenn eine Frau zu erotisch angezogen ist, und da war eine Referentin auf einer Bühne, wirklich zu tiefer Ausschnitt, der Rock viel zu kurz, die hat so eine schlechte Bewertung gekriegt, dabei war sie gut auf der Bühne. Sie war richtig gut, aber sie war zu erotisch. Ich glaube, von den Männern hat sie eine andere Bewertung gekriegt. Ja? Also von den Frauen hat sie, glaube ich, eine schlechte Bewertung gekriegt. Strickjacke versus Bläser ist auch immer so ein Thema. Ich wundere mich immer, wenn Frauen so aufschreien, wir werden nicht gesehen, Dann sind sie im Strickjackerl, bei uns heißt es Strickjackerl, beim Business-Meetings, wo die Männer Anzüge anhaben. Eine Bankdirektorin hat wirklich mit mir diskutiert, ob sie Strickjacke als Direktorin als tägliche Kleidung anziehen soll. Sag ich, Sie brauchen nicht mit mir diskutieren. Dann habe ich ihr dieses Bild gezeigt. Dann sagt sie, alles klar, Frau Motsch, das habe ich nicht gesehen vorher. Ich wollte mich nur wohlfühlen, aber mit dem linken Outfit komme ich nicht rüber. Sehr elegant oder doch etwas lockerer. Außendienstmitarbeiter, erster Tag, neue Firma, Versicherung. Er liebt elegante Kleidung. Er kam im dunkelblauen Anzug. Weißes Hemd, tolle rot-violette Krawatte. Erster Arbeitstag. Also Eleganz. Erster Arbeitstag, sein Chef hat ungefähr so ausgesehen wie er. Und es war eine Versicherungsagentur in Niederösterreich, am Land. Und dieser Chef hat zu ihm gesagt, du kannst mit mir so nicht gehen. Gehen wir nur mal zurück. Du kannst mit mir nicht so zum Kunden gehen. Wir haben heute zwei Kundentermine, beim Landwirt und in einem Wirtshaus. Da kann ich dich so nicht mitnehmen. Mitarbeiter musste nach Hause fahren, sich umziehen. Aber er hat sich gedacht, ich arbeite bei einer Versicherung. Ich ziehe mein bestes Kleid an. Overdressed ist nicht gut und underdressed ist nicht gut. Wer hat sich heute herinnen besonders schick gemacht? Bitte aufzeigen. Echt? Ich kann auch aufzeigen. Ich habe mich heute bemüht. Ja? Wir wollen schon schick sein, wir wollen schon schön sein. Nur manchmal erwischen wir heute den Dresscode auch nicht so richtig. Es ist schlimm, overdressed zu sein, und es ist sehr schlimm, underdressed zu sein. Also ich mag weder das eine noch das andere. Meine Herren, Sie wissen, wenn irgendeine Veranstaltung ist, sagt die Frau, ich habe nichts im Schrank. Dabei sind die Schränke voll. Weil Frau hat nie was zum Anziehen. Und vor allem, sie hat immer zu wenig Schuhe. Das Spiel der Farbkontraste spielt im Berufsleben, spielt im Business auch sehr viel Rolle. Ich bin der Meinung, dass es sehr viele Leute gibt, die instinktiv spüren, was
was braucht es? Ja? Also brauche ich heute dunklere Farben oder brauche ich hellere Farben? Wenn wir uns diese Gruppe anschauen, dann sieht man, dass die dunkel gekleideten mehr Gewicht haben und die heller gekleideten weniger Gewicht haben. Und so kann ich bei Gehaltsverhandlungen oder bei Geschäftsverhandlungen auch mit Farbintensität punkten. Also wenn ich preisverhandeln tue, trage ich eher dunkler, wenn ich freundlicher wirken möchte, trage ich eher ein bisschen heller. Und dann gibt es noch den persönlichen Farbkontrast. Der persönliche Farbkontrast heißt, ich wiederhole den Ton der Haarfarbe und der Hautfarbe in der Intensität. Und bei ihr wäre es eben nicht rechts außen der Ton, sondern die zwei anderen, die helleren. Und man sieht, dass sie trägt hellere Kleidung und das steht ihr sehr gut. Wäre sie jetzt eine Chefin, würde sie sich dunkler kleiden oder würde es in einer Gehaltsverhandlung sein. Dieser Mann ist dunkler und deswegen wäre das rechts außen besser für ihn. Und er trägt leider das links. Und er kommt überhaupt nicht zur Wirkung. An alle hellhaarigen Herren, immer nur ganz dunkel, wenn es wichtig ist. Und an alle dunkelhaarigen, tragen Sie bitte nie einen hellen Anzug. Das schaut einfach nicht gut aus. Ich werde auch immer wieder gefragt, Stilkompetenz, meine liebe Frau Motsch, hat man die mit dem Löffel bekommen, mit der Flasche gesogen? Ich habe es anscheinend nicht mit der Flasche bekommen damals. Ich habe sehr viel arbeiten müssen, dass ich einen Stil gekriegt habe. Stilkompetenz ist Arbeit und ich muss üben drinnen. Ein angehender Human Resource Manager Europa, er hat sich beworben für die Stelle eines Human Resource Managers im Unternehmen. Und man hat ihm nahegelegt, er sollte seinen Stil überdenken. Soll ein bisschen qualitativ hochwertiger angezogen sein. Und er ist aus alle Wolken gefallen, weil er glaubte, bis dato es passt alles. Und wir gingen dann shoppen. Wir haben zuerst Stilberatung gemacht, er hat alles eingekauft, brachte alles zum Schneider, Ärmel gekürzt, Hose gekürzt. Das war am Donnerstag. Montag ging er in die Firma. Es ging ein Aufraunen durch das Unternehmen. Unser Herr sowieso hat Stil bekommen. Und er hat sich noch Manschettenknöpfe gewünscht, weil sie da oben alle Manschettenknöpfe tragen, Statussymbol. Und er hat die Stelle bekommen. Freude war groß. Wer meinem Auge nicht gefällt, dem leicht nicht mein Ohr. Diese Botschaft zum Abschluss, und sie stimmt. Und eine zweite Botschaft darf ich Ihnen noch mitgeben. Kleiden Sie sich nie unter Ihrem Wert. Vielen herzlichen Dank.